Hallo und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten wieder rein mit unserer Karriere mit dem Hamburger Sportverein. Aktuell sind wir ja in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ein wenig nach unten abgesunken. Aktuell nur noch auf Tabellenplatz 7. Das bedeutet, aktuell müssen wir uns ein wenig um die europäischen Plätze streiten. Das wird sehr hart, dass wir da am Saisonende rankommen. Ich weiß nicht ganz genau, wie jetzt unser restlicher Fahrplan in der Liga so ist, aber ich denke, es wird auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe für uns sein, dass wir wirklich am Saisonende in der Top 6 oder vielleicht sogar noch ein wenig besser dastehen. Wie gesagt, meine Erwartung zum Saisonende ist, dass wir so zwischen Platz 9 oder ich sag mal zwischen Platz 8 und Platz 10 landen. Also sind wir zum aktuellen Stand sogar noch ein wenig besser dabei. Bevor es jetzt direkt weitergeht, ist erstmal ein Kommentar aufgefallen, bei dem ich zuerst gar nicht glauben konnte, dass dem wirklich so ist. Und zwar, hol bitte Keegan Junior zurück, weil er eine 73er Gesamtstärke hat. Und ich bin jetzt gerade mal in die Karriere reingegangen und er ist wirklich hoch auf die 73. Des Weiteren, Yusuf Demir ist auch mittlerweile hoch auf die 73. Und Dirks, der ist mittlerweile sogar schon auf der 74. Das bedeutet, wir haben jetzt auf der 10er Position einfach mal drei absolut vielversprechende Talente und ich werde jetzt sogar, glaube ich, tatsächlich die Leihe von Keegan Junior abbrechen und dem in dieser Saison noch ein wenig Spielzeit geben. Wir können es jetzt auch das allererste Mal bei Keegan Junior oben lesen. Das war davor tatsächlich noch nicht da und zwar hat er jetzt das Potenzial, etwas Besonderes zu werden und damit könnte er tatsächlich in die Fußstapfen von Kevin Keegan treten. Und dass wir jetzt so viele Möglichkeiten im Kader haben, ist echt top. Wir konnten die komplette Startelf, wenn wir jetzt Ambrosius reinpacken, einmal durchrotieren, dass wir auf jeder Position einen fitten Spieler haben vor dem nächsten Ligaspiel. Des Weiteren sind selbst auf der Bank ein paar Spieler direkt wieder mit am Start, die bereits fit sind. Einmal Paulinho, der leider jetzt im allerersten Spiel bei mir nicht überzeugen konnte. Und des Weiteren ist noch Jonah Fabisch dabei, der ja bei uns auch immer ein wenig Spielzeit bekommt. Der Gegner, der vor der Tür steht, ist der FC Augsburg. Aktuell sind sie auf Tabellenplatz 12, das bedeutet hinter uns. Ich hoffe natürlich, dass wir dementsprechend hier einen Sieg einfahren können. Leider wird es dann am Ende nur ein 1:1. Lammers trifft, der in der 47. Minute eingewechselt worden ist. Also wieder unsere Nummer 9, die trifft. Das ist wirklich zum aktuellen Stand unsere einzige Torgarantie im Kader. Er ist sogar tatsächlich, wenn man mal auf die Top-Torjäger der Bundesliga schaut, der zweitbeste Stürmer zum aktuellen Stand aus der Fußball-Bundesliga. Nur Haaland vor ihm und der spielt bei Borussia Dortmund. Die sind unter anderem, glaube ich, gerade Erster und das bedeutet natürlich dementsprechend kann er da deutlich einfacher viele Tore schießen, aber dass Lammers hier mit dem HSV aktuell auf der 2 steht, das ist eine sensationelle Leistung. Aber da wir gerade dieses Problem in der Offensive haben, habt ihr mir auch einen weiteren Stürmer in die Kommentare geschrieben, den ihr eventuell in der Sommertransferphase beim HSV sehen wollt und zwar ist das Kasper Dolberg, der jetzt aber aktuell zu Villarreal erst gewechselt ist. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt auch im Sommer war, so können wir ihn dann wieder im nächsten Sommer verpflichten. Zum aktuellen Stand kann ich das leider allerdings nicht sagen, aber ich denke, er wäre ein ähnlicher Spielertyp wie Lammers und damit für unseren Kader sehr interessant. In diesem Kommentar stand außerdem noch drin, dass wir auf die Ausstiegsklausel von Jonas David achten sollen und die ist aktuell schon unter seinem Marktwert und das bedeutet, mit Jonas David werden wir einmal den Vertrag verlängern und zwar hauptsächlich die Freigabesumme rauskaufen. Jetzt im nächsten Spiel gegen den ersten FC Köln müssen wir nach langer Zeit endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Zuletzt lief es leider überhaupt nicht gut. Jetzt treten wir hier gegen den ersten FC Köln mit unserem besten Kader an. Also eigentlich ist das hier tatsächlich ein Pflichtsieg. Leibold geht auf die 79 hoch, habe ich gerade noch gesehen. Wir gewinnen knapp gegen den ersten FC Köln. Diesmal trifft Jatta, also scheinbar treffen eher unsere Einwechselspieler. Wir gewinnen mit 2:1. Jatta und Demir die Torschützen für uns. Ein weiterer Wunsch aus den Kommentaren ist Kevin Werkreuz. Den sollen wir in die erste Mannschaft hochziehen. Der ist mittlerweile schon 16 Jahre alt. Dazu hat er ein 80er bis 94er Potenzial. Den ziehen wir jetzt hoch in die erste Mannschaft, setzen ihn direkt auf die Leihliste und dann hoffen wir natürlich, dass er nochmal Spielzeit ab dem Sommer bei irgendeinem Club sammelt.
sammeln kann. Das läuft ja zum aktuellen Stand bei De Costa auch ganz gut. Hat jetzt die 69, die hat er ja schon vor der Leihe. Aber ich denke, wenn er von Feyenoord zurückkommt, dann wird er sicherlich schon Minimum die 71 haben. Wir können natürlich seine Entwicklung weiterhin im Auge behalten. Aber ich denke, die 71 wird er bei seiner Ankunft hier in Hamburg haben. Das nächste Spiel ist jetzt endlich mal wieder ein Europa-League-Spiel. Und zwar sind wir in der Runde der letzten 32 Teams angekommen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass das Spiel per Simulation entschieden wird und wir danach ins Nordderby gegen Bremen reingehen und das selber spielen werden. Ich denke, hier gegen Dynamo Kiew könnten wir auch so gewinnen tatsächlich, und das Nordderby möchte ich hier definitiv selbst machen, und aus dem Grund müssen wir das Ganze so rum jetzt absolvieren. Wir starten rein in die Partie gegen Dynamo Kiew und hoffentlich können wir hier in der Europa League wie zuletzt gegen Tottenham überzeugen. Und nach 21 Minuten Rodriguez mit der 1:0 Führung für Dynamo Kiew. Das ist ein Start, den ich mir jetzt nicht unbedingt so gewünscht habe. Eigentlich hätte ich hier gerne schon selbst mit 1:0 geführt. Oh Mann, oh Mann. 31. Minute, 2:0 Rückstand gegen Dynamo Kiew. Das läuft hier alles nicht unbedingt nach Plan. Ich hätte niemals gedacht, dass wir hier schon vor der Halbzeit mit 2:0 hinten liegen. Und wer auch sonst, wenn nicht Lammers, dann eigentlich nur eine Person hier auf dem Platz. Und zwar ist das Yusuf Demir, der zwar von unseren Zehnern das schlechteste Gesamtrating hat, aber immer auf dem Platz am meisten zu überzeugen weiß. Und aus dem Grund kriegt er auch bei uns so viel Einsatzzeit. Sensationell, dass wir hier jetzt noch wenigstens das 2:1 machen könnten. Denn ansonsten hätte ich hier gesagt, mit einer 2:0 Heimniederlage wären wir hier eigentlich so gut wie aus der Europa League draußen. Oh Mann, und dann in der 90. wieder das 3:1. Drei Tore im eigenen Stadion reinbekommen. Das ist schon, um ehrlich zu sein, viel zu viel. Somit verlieren wir hier gegen Dynamo Kiew das Heimspiel im Volksparkstadion mit 3:1, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von diesem Ergebnis. Und nach dieser Blamage, sage ich mal, in der Europa League, nachdem wir davor Tottenham geschlagen haben, habe ich tatsächlich mit mehr gerechnet, müssen wir jetzt den Kader ein wenig umstellen. Es geht gegen Werder Bremen ran. Bremen ist zwar nur 14. aber das ist das Nordderby. Das dürfte trotz dieser Platzierung von Werder Bremen ein richtig hartes und intensives Match werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde ordentlich was umstellen in der Startelf. Wie gesagt, mit dem letzten Auftritt bin ich nicht ganz so zufrieden. Nur die größten Säulenspieler, sage ich mal, bleiben auf dem Platz. Das hier die Mannschaft, mit der wir heute hier gegen Werder Bremen antreten werden. Keegan Junior und Demir auf der 10, Dirks auf links, Meiner auf rechts. Dann haben wir hier, wie gesagt, mit Lammers und Demir zwei Schlüsselspieler, die mit am Start bleiben. Genauso wie hinten in der Defensive Leibold und Torunariga. Ansonsten haben wir ordentlich durchgetauscht. Und damit starten wir dann rein gegen Werder Bremen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es ein Heim- oder Auswärtsspiel ist. Wir schauen kurz einmal rein. Es ist ein Auswärtsspiel in Bremen. Und damit geht es rein in diese Partie. Hier haben wir dann die Aufstellung von Werder Bremen. Bittencourt und Eggestein waren zuletzt auch vorne drin. In der Mitte diesmal Enrich, Castro im Tor. Dann haben wir Friedel, auch ein bekanntes Gesicht, was im Hinspiel schon auf dem Platz stand. Auf der linken Seite. Unsere Aufstellung kennt ihr bereits. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in diese Partie. Ich bin gespannt auf viele junge Spieler, die hier mit am Start sind. Und ich hoffe natürlich, dass wir letztendlich dieses Nordderby hier gewinnen können. Schöner Pass von David. Meiner zieht jetzt hier mal in die Mitte. Ganz hinten ist er. Ganz hinten ist unser Youngster Dirks. Der bringt ihn auf den langen Pfosten. Auf Lammers. Und das Ding ist drin. Oh mein Gott, ich habe eigentlich gedacht, dieser Angriff ist bereits vorbei, nachdem Lammers an die Latte geköpft hat und dann den Ball nicht richtig trifft, soweit ich weiß. Ich glaube, es war nicht unbedingt bewusst. Es war eine Annahme, die dann gegen den Veteraner springt und dann irgendwie ins Tor kullert. Also mehr Glück kann man hier eigentlich nicht haben, aber so gehen wir jetzt nach gerade mal 10 gespielten Minuten in Führung, und es zählt tatsächlich als Eigentor vom Keeper der Werderaner, vom Bremer Keeper. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ist das ein Jugendspieler oder was haben sie da im Tor? Oh, Demir versucht es mal mit dem Schuss, denn ich glaube tatsächlich, das ist ein Jugendkeeper. Auch da sah er wieder nicht überzeugend aus. Also bisher, muss ich sagen, ist der Keeper so ein wenig die Schwachstelle von Werder Bremen. Da müssen wir eventuell auch gerade mal mit Lammers das ein oder andere Mal häufiger raufschießen, denn der hat einen sensationellen Schuss. Wenn der vielleicht da mal
eine gute Szene hinbekommt und relativ freie Schussbahn hat, dann kann er da gut und gerne mal einen reinhauen. Oh, schön gesehen. Ich glaube, das war kein Abseits. Jetzt am hinteren Pfosten, Lindenmeiner, kriegt er den? Nein, schade, das wäre es wahrscheinlich aber gewesen. Wäre der Verteidiger nicht mehr da gewesen, wäre der Torwart höchstwahrscheinlich chancenlos. Einseitige Partie zur Halbzeit. Werder Bremen bisher ohne einen einzigen Schuss. Dementsprechend natürlich auch ohne Torschuss. Das Einzige, was sie mehr haben, ist Ballbesitz und eine bessere Passgenauigkeit. Ansonsten auch weniger Zweikämpfe. Wir haben mehr Ecken. Alles spricht eigentlich für uns. Und da muss man dann jetzt auch ganz ehrlich festhalten, dass dieses 1:0 vielleicht sogar noch ein bisschen zu gering ist. Oh mein Gott! Nein! 55. Minute Werder Bremen mit dem allerersten Schuss und dann natürlich hier direkt mit dem 1:1 Ausgleich. Der neue Stürmer macht es und das einfach aus dem Grund, da ich mir sicher war, dass ich mit Torunariga am Ball bin und den Ball vorlegen wollte zur Grundlinie und dann den über die Außen raushauen wollte und ich war noch nicht mit Torunariga am Ball. Hab deswegen den rechten Stick gedrückt, wurde umgeschaltet auf einen anderen Spieler und den Back haben wir immer noch und aus dem Grund ist die Lücke aufgegangen und sie machen das 1:1. Ich glaube es nicht. Sergi Enrich mit dem 1:1, 7. Saisontor für ihn und das bedeutet, wir werden jetzt auch den ersten Wechsel vollziehen und zwar geht dem hier raus, der schon ein bisschen platt ist. Man merkt zwar immer wieder, er ist um einiges besser als Keegan Junior, nur ich denke, in den nächsten Minuten brauchen wir jetzt nochmal einen Spieler in der Offensive gerade, der nochmal ein bisschen mehr Power hat und deswegen kommt Dudziak in die Partie. Oh, starker Ball hier durch auf Dirks, der läuft auf den Keeper zu, hat dann aber Temponachteil und das darf nicht sein, wenn der Flügelspieler durch ist, braucht er das Tempo, das fehlt irgendwie Dirk so ein wenig auf den Außen, was andere Spieler haben und es gibt sogar Abstoß, also ganz ehrlich, wir haben den Torwart recht früh zur Schwäche bei Werder Bremen ausgemacht und schaffen es in der Partie nicht anständig Abschlüsse aufs Tor abzugeben und aus dem Grund geht dieses 1:1 jetzt langsam auch tatsächlich in Ordnung, denn ja, wir schlagen uns einfach selbst. Schiri, dieser Angriff, den musst du noch durchgehen lassen. Wir gehen in den Strafraum rein. Bakariata im Rückraum, das muss es sein. 90. plus 3. Bakariata gerade eingewechselt mit der 2:1 Führung. Ich glaube es doch nicht. Ich habe echt gedacht, an der Mittellinie, der Schiedsrichter pfeift diese Partie ab. Aber er lässt es wirklich laufen. Da wird es wahrscheinlich auch noch Proteste von den Werderanern geben. Denn er hätte wirklich abpfeifen können und dann ist Bakariata da im Rückraum komplett frei. Ich hatte ein bisschen Angst beim Abschluss, bin ich ganz ehrlich. Aber den trifft er voll. Keine Chance für den Keeper. Selbst wenn dort ein stärkerer Keeper drin gestanden hätte. Aber der Keeper, wir haben es bereits in den ersten Minuten gesagt, der war echt schwach von Anfang an. Und eigentlich hätten wir hier tatsächlich 4 bis 5 Tore schießen müssen. Und den Anstoß lässt der Schiri nicht mal mehr richtig ankommen beim Mitspieler. Pfeift diese Partie direkt ab und damit gewinnen wir gegen Werder Bremen dieses Nordderby mit 2:1. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so klar diese Bilanz hier ist, war das mehr Krampf am Ende, als es wirklich aussieht. So hätten wir eigentlich hier wirklich mit 4:0 oder sowas vom Platz gehen müssen. Auch der Wunsch von euch in den Kommentaren, dass Ambrosius wieder mehr Spielzeit bekommen soll, den konnten wir erfüllen. Ich glaube, er hat jetzt in dieser Episode 3 Spiele gemacht und ich weiß gar nicht, haben wir 3 oder 4 bisher in dieser Episode hinter uns gebracht. Ich glaube, von den 4 Spielen aus der Episode hat er 3 Spiele gemacht. Jetzt wird er allerdings auch gleich mal wieder pausieren. Es geht rein ins Rückspiel gegen Dynamo Kiew und leider sieht es hier zum aktuellen Stand gar nicht gut aus. Der Abschlussbericht für Dolberg liegt vor. Er hat tatsächlich schon eine 82. Also er wäre in unserem Kader der stärkste Spieler. Was man jetzt hier aber noch sagen muss, ist, dass er, denke ich mal, recht ähnlich ist wie Lammers. Und wir sehen einfach bei uns zum aktuellen Stand, ein Stürmertyp wie Lammers funktioniert echt gut auch in den Simulationen. Das bedeutet, dass wir wirklich einer der Spieler, die wir wirklich im Sommer als Zielspieler auserwählen könnten. Die Frage ist nur, haben wir Ansatz
ansatzweise so viel Geld, um so einen Transfer zu realisieren. Da bin ich gespannt auf den Sommer, was unser Vorstand uns dort zur Verfügung stellt. Und wir müssten dann auch dementsprechend einen Stürmer abgeben. Da würde ich dann aktuell tatsächlich zwischen Winsheimer und Mamba tendieren. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Winsheimer kann sich nicht so durchsetzen. Wäre dann der dritte Stürmertyp, der ungefähr in die Richtung geht. Wird insgesamt eher zu Mamba tendieren. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Stürmer von den beiden ihr dann lieber abgeben würdet. Und wenn man jetzt einen Blick auf unseren erschöpften Kader wirft, dann sieht man, wir müssen ein paar Spieler auf der Bank lassen, vor allem ein Torunariga. Ich lasse ihn mitkommen, allerdings nicht in der Startelf, da er tatsächlich zum aktuellen Stand einfach nicht fit genug ist. Ansonsten müssen wir wirklich ordentlich rotieren. Hein ist drin, Mire und Jamra in der Innenverteidigung, Paslak auf rechts. Dann haben wir hier ein paar starke Spieler, vor allem unser Mittelfeld, unser zentrales Mittelfeld ist für mich die Bestbesetzung, die wir haben. Philips geht auch noch hoch auf die 79. Winsheimer auf rechts, Meiner auf links und Jatta, der zuletzt treffen konnte, einmal per Einwechslung. Ne, zweimal sogar per Einwechslung. Gegen Pauli per Einwechslung und davor auch in der Simulation per Einwechslung. Der darf diesmal von Beginn an ran. Wir müssen ran gegen Dynamo Kiew, das wisst ihr bereits. Und diesmal geht es rein in eine Schnellsimulation. Und ich hoffe, dass wir vielleicht einfach eine Mannschaft sind, die besser in Schnellsimulation spielen kann. Es geht rein in die Partie und wir verlieren auch diese Partie mit 2:1. Aber Jatta trifft schon wieder. Also Jatta hat gerade ein ziemliches Formhoch, um ehrlich zu sein. Und Torunariga wird eingewechselt, Paulinho wird eingewechselt und Vasiliades. Das geht in Ordnung, Paulinho hätte ich jetzt lieber auf der Bank gelassen. Das wäre es dann jetzt allerdings erstmal von dieser Folge gewesen. In der nächsten Episode geht es dann direkt weiter mit dem Spiel gegen Union Berlin und dann geht es auch schon, wir haben jetzt mittlerweile die ersten 23 bzw. 22 Spieltage hinter uns. Dann geht es auch so langsam Richtung Planung. Wen wollen wir im Sommer verpflichten? Wo stehen wir überhaupt im Sommer? Sind wir international dabei oder nicht? Das ist auch nochmal ganz interessant. Falls dir die heutige Folge gefallen hat, lass liebend gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du noch nicht Abonnent des Kanals sein solltest, lass auch liebend gerne ein kostenloses Abo da. Ich sehe immer wieder, viele von euch sind zum aktuellen Stand noch kein Abonnent des Kanals. Würde mich echt mega freuen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.